gerade die Tür aufgemacht und da waren diese komischen Haarpuppenköpfe. Oh Gott, ich war so, ja, gleich dann. Ja, ich hasse jetzt auch japanische Puppen. Oh, Wahnsinn. Ja, alle paar Tage. Schöner blauer Haufen. Wird das ah, ja, hier wird Shin gerade geraked. Gleich da. Kannst du an der Tür irgendwas machen? Wenn ich mir das zum Haar schneide jetzt. Sie sieht aus wie schwarze Tinte. Was ist denn? Flashback. Flashback. Wie ein Friseur, sondern mit der Schere. Ich schaff's doch eh nicht mehr, die zu retten. Kannst du ja mal probieren. Hast du was falsch gemacht? Nein. Ja. Ach, ich lade mal grad. Das ist doch egal. Dann geh doch mal zum Friseursalon. Ich brauch deinen Zahn. Dann geh doch mal zum Friseursalon. Ach nee, du brauchst erstmal ein Handy. Du hast doch eins, oder? Ja. Schön hast du noch. Wie erschreckst du den Kerl, ja? Warum hat das Licht gerade ausgesetzt und es wurde an wie das alles wieder normal? Nicht mehr so bläulich. Ich telefoniere mich gerade. Hm? Ich telefoniere mich sogar. Ja. Das ist alles? Dann suchen wir die Schere. Da war die da, oder? Ne, bei dem Flashback war die näher bei der Brille. Da lag die doch. Da, da ist die Brille. Oder? Ja, ich sag ja auch, du das hier, oder? Hinter dir, aber das wäre ja ein bisschen zu einfach, ne? Ja. Der Spiegel, der funktioniert. Wie liegt wer dabei noch los? Ach du, schön, das kam in der Kamera. Das ist der. Hm? Das ist der. Lass mich die schneiden. Das Uhr hat sich jetzt toll angehört. Findest du nicht auch? Ich hab das, was? Oh, du bist getötet. Nee, was ist das? Gar nicht erschrocken. Ich hab mich erschrocken. Warum ist die einzige Geißel der Waffe? Wir werden es nie erfahren. Ich hab keine Lust mehr. Ach komm nochmal. Du hast rot gesehen. Du hast immer eine Speise gehabt. Wo denn? Schule. Du musst dann nur im Krankenzimmer und dann telefonieren, dann nochmal kurz in die Haare angucken, dann zum Friseursalon. Mhm. Hauptsache das hier ist gespeichert, ich glaube nach dem Saal. Du hast das Handy wieder. Du bist jetzt ins Krankenzimmer hier, ne? Ja, du warst da, ja genau, da haben wir doch gerade drüber geredet, dass die Klassenlehrer irgendwie keine Sitzmöglichkeiten haben. Das stimmt. Und ich habe gelernt, dass ich die andere Treppe gehen sollte. Ja, das habe ich gelernt. Das war jetzt komplett anders als bei den anderen Geistern. Was geht denn jetzt ab? Ich habe mich erstochen. Warum hast du rot geblinkt? Weil es falsch war, was du getan hast? Was hast du überhaupt falsch gemacht? Ich weiß es nicht. Das hätte man vielleicht besser ausprobieren können, wenn ich davor gespeichert hätte. Wo konnte man denn speichern? Davor bei dieser Kuronik oder wie sowas da. Ah ja. Aber ich dachte mir, nee, ich hole doch nur eine Schere. Die kann ja keine Menschen umbringen. Sicher nicht, ja, denn der Geist ist so groß. Hättest du wohl denken können, einfach spitzes Winkel schon. Ich hab gedacht, vielleicht überrascht mich jetzt was. Ein Handy kann auch einen töten. Vielleicht dann enttäuscht mich jetzt was. Easy, easy, easy. Und vielleicht stimmt auch. Niklaus, Niklaus. Oleg. Ich hab jetzt gedacht, vielleicht überrascht mich das Spiel jetzt, was ich erwarte, oder es enttäuscht mich. Und ich werde mal nicht überraschen, kann einfach die Schere holen und gehen. Aber nee, ich werde wieder geraped von dieser Tussi. Nein, du wurdest erstmal mit der Schere erstochen. Und dann werde ich geraped. Genau. In der anderen Reihenfolge wäre es geblieben. Erst Rape, dann Messer stechen. Obwohl, es ist ein Geist, ich weiß nicht, wie das aussieht. Willst du dir das antun? Die gibt bestimmt deinen Körper und macht dann böse Dinge mit dir. Irgendwie eiskalt oder so. Dann bist du, dann, dann wird nicht nur dein Steuerknüppelstock steigt. Dann muss ich wohl den Geist abschütteln. Ja, ich habe alles gemacht, super, jetzt auch ein Blöde.
Laber nicht. Eh nicht. Stimmt, Jun Kondo, dem haben diese Puppe da gehört. Ja, Jun Kondo. Ist Jun Len Brauner? Eigentlich schon. Das war eigentlich dieser puppenbastelnde Puppe da. Psychopath, der ich zweimal als Geist besucht habe. Der so viele Puppen macht, ey, braucht er sich nicht wundern, wenn er stirbt. Einsam. Und nur ich einsame Geister spucken. Ich meine, wer Puppen bastelt, braucht schon wundern, dass er irgendwann drauf geht und diese Puppen getötet. Japanische Puppen sind gruselig. Die sind sehr gruselig. Japanische Puppen auch. Die sind nämlich fast so ähnlich wie japanische Puppen aus. Ja. Diese lustigen Geisha und andere Masken. Und dann noch mit diesen komischen japanischen Haargeister. Das gibt es auch in Inuyasha, Jura mit den langen Haaren und wie das heißt. In Konan gab es auch. In Konan gab es sowas auch. So dieses Szenario. Ah, jetzt sehe ich übrigens, was du mir zeigen willst. Kommt da an, wo Shin vorhin war. Es gab also nur einen Hinweis drauf, wo du bist. Jetzt hören wir das Telefon klingeln. Aufpasst. Ich höre dich vom Klingeln. Hast du gehört? Das klingelt jetzt und Shin geht gerade dran. Das heißt, das ist das, was wir eben gespielt haben. Ich laufe lang. Du, Lulu. Höhle, das ist zu. Speichern nicht vergessen. Hab ich dich? Ja. Wenn ich das zu Hause schreien hätte. Da war doch was. Da war sogar ein bisschen Blut dran. Oder es war Rost. Vielleicht war es Rost. Kein Sinn, dass das Blut war. Die war ja einfach nur eine Friseuse, die auf die schwarze Seite geht und dann zack, die durch die Geisterwelt und das hat eigentlich nichts mit ihrer Mordlust zu tun, wie sie wahrscheinlich. Speichern immer noch. Kann ich jetzt noch nicht. Das war vielleicht ein Friseuse. Ach, da gab. Da war. Die sieht so böse aus, ey. Wie kann man sich sowas in die Bude stellen? Ich hab Angst davor. Ja. Weiß nicht. Ja gut, von Death Note sieht man wenig. Ich hab irgendwie Angst davor, erstochen zu werden. Kann ich verstehen. Der ist doch schon längst tot. Weil nichts mehr sagt und vielleicht rettest du noch, vielleicht findest du noch sterbliche Überreste von ihm. Ja, du bist so ein Geist. Man kommt mit drin, mal kurz hier hin und dann wird man vom Shins Geist ein bisschen angegriffen. Oh, du warst schon so weit. Ja, mit drin bin ich ja schon fertig. Ich bin mal kurz noch nicht. Da, Koroniko. Jetzt weiß auch, warum da eine Speicherplatz war. Nee. Weiß immer noch nicht, was Koroniko bedeutet. Neko heißt Katze. Koro, keine Ahnung. Ich weiß, dass Kamineko zum Beispiel bissige Katze heißt. Ich weiß, dass Neko Mata. Egal, das ist halt so eine alte Katze, die 12 Jahre alt ist und so schmerzhaft. Wo war nur die Schere? Du hast leider keine Pistole, mein Bruder. Da liegt aber so ein Rasierschaum. Im Friseursalon nicht unbedingt tun. Ich mach das Kaffee dann schlagsam. Ach ja. Treibhausgase, Kaffee dann schlagsam. Ey, du musst gleich was machen. Aufpassen bitte. Was hatten die in der anderen? Also für ihr Lachen hat die einen ziemlich komischen Gesichtsausdruck gehabt. Wie wär's, wenn die gar nicht das Problem wäre? Wenn ich weglaufe. Oh, tot. Ich verstehe, was er tun soll. Abhauen. Kann ich ja nicht irgendwie reingelaufen. Vielleicht bist du mal einen Weg gelaufen. Es gibt keinen anderen Weg. Kann ich anrufen? Was? Anrufen? Ja, Polizei. Guten Tag. Ich will gleich zu sprechen. Moment, halt. Im richtigen Moment A drücken. Vielleicht dann mit so blitzt? Ja. Ich hab's gerade versucht. Ich hab's gleich schon so auf die reingekriegt, aber ich hab's versucht. Ich kann es ja nochmal probieren. Du hast noch viele Möglichkeiten, das zu machen. Auf jeden Fall. Die steht in einer Sackgasse. Ich kann aus dieser Sackgasse erstmal rausgehen. Ich muss ja nicht in die reinrennen. Dann kommt sie an die Tür und dann muss ich. Was will ich eigentlich hier? Hier ist auch Sackgasse. Ein kaputter Lichtschalter. Super. Das Licht hat mal funktioniert.